Hey Leute, Mario hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Seit der letzten Folge bin ich wieder 100 Trophäen aufgestiegen, also ich kletter so langsam die Trophäen hoch, dass wir den Schweineberg vielleicht irgendwann mal verlassen können und wir endlich in der legendären Arena dann sind. Und warum ich die Folge jetzt heute aufnehme, liegt hieran. Es gibt ein Sonderangebot aus Arena 7, was ich noch nicht geholt habe, und da ist eine Super Magie-Truhe drin, da sind 1200 Gems drin, da sind 10.000 mal Gold drin, da ist 10.000 mal Gold drin. Und ey, dachte ich, hol mir das mal. Weil sonst eine Super Magie-Truhe kostet ja 4.600 Gems, was super viel ist, und ich dachte, okay, lass uns mal das Angebot hier holen. Außerdem kann ich mir noch einen Packer kaufen. Sagen, das machen wir sogar ein bisschen, dass ich den Packer vielleicht irgendwann mal Level 6 hätte, das wäre ziemlich krass. Okay, das ist unfassbar laut. So, ich kaufe noch ein paar. So. Ich denke, jetzt habe ich genug Geld ausgegeben für die Packer. Ich kriege ja gleich nochmal 10.000 drauf. Deswegen so plus, minus habe ich jetzt ein bisschen bezahlt. Das ist ja okay. So, dann öffne jetzt noch hier die Silbertruhe. Hallo, Silbertruhe. Wäre lustig, wenn ich jetzt was richtig Geiles ziehe. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die Silbertruhe, nicht die Silbertruhe. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die Supermagietruhe hier die beste Supermagietruhe wird, die ich jemals hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich hier eine legendäre Karte ziehe, die ich noch nicht habe. Also Elektromagier oder Banditen oder Friedhof. Das sind die drei, die mir noch fehlen. Und ich habe das Gefühl, dass da eine drin ist. Dass hier die Karte drin ist, die ich will. Gratis-Truhen. Öffnen wir. Gold drin. Juwelen drin. Eisgold drin. Pfeile drin. Kann man gebrauchen. Nächste Truhe. Ist drin. Gold. Der Schweinereiter. Okay. Kann man machen. Goldtruhe. Was ist da drin? Gold. Königsriese. Reta 14 Mal. Knall ist gut. Der Knall, ey, der wird mir aktuell so ein bisschen nachgeworfen, was aber super ist. Was wirklich super ist. Knall Level 12 haut schon ordentlich rein, der knallt schon ordentlich. Und dreimal Megalacker, ist auch gut. Aber keine epische Karte gekriegt jetzt. Normalerweise ist noch immer so eine epische Karte auch irgendwo. Also aktuell habe ich nicht so viel Glück anscheinend. Juwelen, Grabstein. Ist okay, spiele ich Bogenschützen, spiele ich nicht. Feuergeister, keine epische Karte gekriegt. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Okay. Ich habe übrigens auch Bock, einfach eine Magietruhe zu öffnen. Soll ich einfach, weil ich kriege ja gleich nochmal 1000. Komm, ich öffne jetzt eine Magietruhe erstmal. Ich öffne das. Come on. Magietruhe. 700 mal Gold. Okay, Magietruhe. Come on. Mach mich glücklich. 20 mal Liter bebahn. Macht mich tatsächlich ein bisschen glücklich. Entfernung 4 mal macht mich überhaupt nicht glücklich. 5 mal 3 Musketiere. Ne. 6 mal Magier. Macht mich richtig glücklich, weil ich will noch Level 8 holen. Und der fehlt gar nicht mehr so viel, bis er Level 8 ist. Und 8 mal Megalakai genauso. Ich will auch Level 8 haben. Jetzt bitte 3 epische. Jetzt bitte. Was ist denn... Hä? Was habe ich denn für ein Pech? Welche epischen kriege ich denn? Ballon 4-mal. Okay. Es läuft gerade suboptimal. Hier sind 22 epische drin und 136 seltene. Okay. Okay, öffnen wir jetzt die Supermagietruhe. Go. Okay, ich habe dir Geld gegeben. Supercell, ich habe dir Geld gegeben. Belohn mich. Belohn mich. Okay. Okay. Supermagietruhe. Komm schon. Komm schon. Wir haben auf jeden Fall wieder 100.000 Gold. Ist okay, ist okay. Komm schon. Gib mir was Gutes. Skelette. Ist gut. Die sind underrated. Die kann man wirklich spielen. Gerade aktuell. Okay, gib mir noch was. Okay. Schon mal 2 epische weg. Zwar welche, die ich niemals spiele, aber schon mal 2 epische weg. Noch mal epische. Weiter so, Spiel. Spiel, weiter so. Weiter so. Gib mir mehr epische. Ich rechne jetzt übrigens nicht mit. Ich bin übrigens mega, mega übermüdet gerade. Deswegen weiß ich nicht, ob ich überhaupt irgendwas mitkrieg. Mehr. Komm, gib mir was Gutes. Sperrkobolde ist auch gut. Spiele ich tatsächlich. Ich spiele tatsächlich. Ist super gut. Okay. 105 mal. Ich glaube, wir haben die seltenen Karten damit schon weg, oder? Nochmal, ne. 13 mal Golem. 13 mal Golem. Ich glaube, hier sind 20 legendäre Karte. Ich glaube, es ist eine legendäre Karte. Ich habe nicht mitgezählt. Da war Ballon. Ich glaube, 20 hat man. Ich glaube, das haben wir. Es ist, glaube ich, eine legendäre. Ich habe nicht mitgezählt, aber es müsste eine legendäre sein. Bitte und. Ja! Kampfvoll. Spiele ich nicht, aber legendäre Karte. Nice! Alright. Das Nudelholz, aka Kampfholz, aka Holzstamm, aka. Schön! Legendäre Karte gekriegt. Das ging doch klar. War eine gute Supermagie-Truhe. Es geht auf jeden Fall klar. Kann man machen. So, nochmal schön Gold gekriegt, nochmal schön Juwelen gekriegt. Okay. Super gut. Ich mag es ehrlich gesagt, diese kürzeren Videos rauszubringen, wo man einfach nur ein Opening hat und dass das dann ist. So, viele YouTuber strecken das noch auf 10 Minuten, weil dann können die mehr Werbung aufs Video schalten und mehr Geld kriegen. Aber ganz ehrlich, ich bin zufrieden. Ich kann nicht zufriedener werden, als jetzt, wo ich eine legendäre Karte gekriegt habe. Ich weiß, in der Super Magie-Truhe ist es relativ wahrscheinlich, dass man eine kriegt. Ey, aber ich bin jetzt zufrieden. So, mehr will ich nicht. Ich will nicht mehr. Wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr jetzt aber hier auf die Playlist klicken. Denn da ist ein Video verlinkt, was euch vielleicht gefällt. Da werde ich auch spielen, vielleicht auch gewinnen, vielleicht auch verlieren. Könnt ihr ja herausfinden. Und dann würde ich mal sagen, Leute, danke fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
und ciao.